Es ist soweit, wir haben heute Freitag, den 27.01.2017 und es gibt in dem Spiel neue Charakterklassen zu bekommen. Ja, das Spiel wurde ein bisschen gepatcht und wer jetzt nicht weiß, was diese neuen Charakterklassen sind, die schauen wir uns zuerst einmal an, denn es gibt ein neues Event, das heißt neues Mondjahr und besondere Beschwörungen seien möglich. Wir haben hier einmal drei Haupthelden, das ist Yun, Xiao und Ling und wenn ich jetzt einen Wunsch hätte, dann hätte ich gern sie. Weil erstens sieht sie von den drei Klassen absolut hammermäßig geilsten aus, muss ich ja schon mal sagen. Und die Spezialfähigkeit ist nice. Diese Einheit stiehlt ausgiebig von ihren Gegnern und schwächt sie und kann auch MP ihrer Verbündeten erneuern, da ich eine voll aufgebaute Dunkelfiene habe und sie mit Doppelzauber Ultima spammen kann, ist diese Fähigkeit sehr interessant. Und in Notlagen kann sie die gesamte Gruppe wiederbeleben. Dieses Wiederbeleben der gesamten Gruppe, das hätte ich beim Kampf gegen den Behemoth richtig gut gebraucht, weil dann hätte ich mir ein paar Lapis sparen können. Ich habe tatsächlich einen Behemoth besiegen können. Ja, ich habe es geschafft. Es hat zwar 100 Lapis gekostet, weil ich mein Team nochmal wiederbeleben musste, aber es hat sich gelohnt. Denn damit konnte ich nochmal sehr, sehr viele dieser rosanen Bälle bekommen, die wir in der Akademie halt auch nur erhalten durften, um die beim dicken Mogi eintauschen zu können. Und damit habe ich es geschafft, auch nochmal das letzte goldene Ticket mir zu erhaschen. Das heißt, wir können heute sehr, sehr viel ziehen. Das wird auch der Sinn und Zweck der heutigen Folge sein. Wir werden nur ziehen. Das heißt, ich mache die gar nicht so lange, die Folge. Und da gehen wir auch direkt mal hin. Und zwar zu den Beschwörungen. Vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, gehen wir nochmal in einen Dungeon rein und gucken uns die Bestie an. Aber die ist schon schweinehart. Also für mein Team zu hart. Das Problem ist, du brauchst, um da die dicken, fetten Bosse zu besiegen, sehr, sehr starke Charaktere, die bereits im hohen Level sind, wenn nicht sogar auf Max, um überhaupt was reißen zu können. Und du brauchst auch Charaktere, die aufeinander abgestimmt sind. Also es bringt dir nichts, wenn du einfach nur 5 aufgepowerte Helden hast. Die müssen den Gegner schwächen können, die müssen dich selber pimpen können. Du brauchst einen Angreifer, einen magischen Angreifer zur Not und am besten alles 2- und 3-mal. Habe ich nicht. Ich habe gerade mal 3 aufgemaxte Helden und dafür sind einfach die Pro- und Elite-Kämpfe noch zu hart. Pro könnte ich noch schaffen. Wenn ich einen guten Freund mitnehme, der auch einen sehr, sehr harten Helden hat. Aber für mich dann doch zu hart. Gucken wir uns aber später an. Ja, was machen wir heute? Ich werde maximal 20 neue Helden ziehen. Maximal 20. Denn ich habe 16 Tickets, dann können wir eine kostenlose Beschwörung machen, das sind 17. Dann haben wir einmal pro Tag eine besondere Beschwörung für die Hälfte. Das sind 18. Und ich könnte eben noch maximal 2x 500 Lapis ausgeben, um nochmal zu ziehen. Also maximal 20 Stück, das machen wir heute. Wir gehen erstmal auf die kostenlose Beschwörung und schauen mal, ob wir denn dort auch die Möglichkeit haben, irgendwie einen Helden zu bekommen, leider nicht. Die neuen Helden sind hier nicht abgebildet, macht aber nichts. Dann fangen wir trotzdem mal damit an. Einmal ist kostenfrei, also wer auch immer das Spiel spielt, geht ruhig hier rein. Mal gucken, ob wir hier schon Glück haben und nein, wir haben natürlich kein Glück. Das erste, was wir ziehen, ist nur ein läppischer blauer Kristall. Aber wer weiß, manchmal ist ja da auch eine coole Klasse drin. Ach, wie oft habe ich Charlotte bitte gezogen? Ist aber nicht schlimm, weil jeder doppelter Charakter ist ja auch nicht schlecht, weil wir den ja fusionieren können. Und damit kriegt ja der Hauptheld, den wir gepimpt haben, bereits 5 dieser Treue-Bonuspunkte in Prozenten. Und dann steigt irgendwo so eine Leiste. Wir können dann mal gucken, ob wir das hier irgendwo haben. Hier links unten, wo jetzt bei ihr 0% steht. Da hat mein Hauptcharakter, den ich ja spiele, und ich spiele mit ihr, bereits 20%. Und wenn ich den jetzt fusioniere, hätte ich 25% und hätte schon ein Viertel. Das wäre gar nicht so schlecht. Okay, also das erste Ziehen war schon mal eine Flaute. Ja, und hier können wir schon bereits Lapis ausgeben. Mache ich aber nicht. Das mache ich nur, wenn ich jetzt keinen ziehen sollte. Oh, ich wäre so enttäuscht, wenn ich jetzt bei den ganzen Zügen nicht einen einzigen Charakter ziehen würde, der nicht vom neuen Typ ist. Also das wäre... Oh, da würde ich heulen. Ja, dann gehe ich hier heulend raus. Aber ich denke, das wird nicht passieren. Und wenn doch, dann schmeiße ich das Handy aus dem Fenster. So, 16 Stück haben wir. Kartenbeschwörung, los geht's. Jetzt heißt es Daumen drücken. Vielleicht ja schon beim ersten Mal, oder? Nee, es ist nur ein Blau, aber es hat nichts zu bedeuten. Es hat einfach nichts zu bedeuten. Weil wir haben ja gesehen, Xiao kann schon mit Level 3 bekommen werden. Oh, das ist Glück. Das ist schon direkt eine neue Klasse. Oh, bitte, bitte, bitte. Kann ich ja gar nicht glauben. Also wenn wir jetzt echt beim ersten Mal und dann auch noch den Wunschcharakter ziehen würden. Das wäre zu geil. Das wäre einfach zu geil.
Es ist. Nein, die habe ich schon. Vanille, es ist Vanillenmist. Naja, schade. Na, nicht schade, sogar eher scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. So, dann machen wir direkt mal den nächsten. Oh, da hatten wir schon Glück und da wurde aus diesem Ball ein goldener. Und ich habe einfach mal die Daumen gedrückt, dass wir dann gleich einen richtig neuen dicken Kar bekommen. Oh, leider dauert es auch lange, ehe hier die Klassen bezogen werden. Und das ist wieder ein blauer. Ja, schade. Also ich wäre auch sehr enttäuscht, wenn wir von den ganzen Zügen nicht einen einzigen goldenen oder... Ich habe auch noch nie so einen bunten Kristall bekommen. Da wo so eine richtig hohe Klasse drin ist. Gleich ein Level 6 Charakter. Habe ich noch nicht einmal bekommen. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon gezogen habe. Vielleicht so 40 Mal. Den habe ich noch nicht. Bedia, oder? Stand zumindest nicht neu da. Ah, den schon mal gezogen? Bedia sagt mir überhaupt nichts. Ist für mich jetzt ein neuer Charakter. Aber leider auch ein Fail. Okay, haben wir schon mal zwei Züge. Und einer davon war schon mal ein kompletter Fail. Es sei denn, Bedia hätte so eine Überklasse, die ich jetzt nicht gecheckt habe, dass die so über ist. Kann natürlich auch sein. So, mal gucken. Vielleicht jetzt? Nummer 3? Ja, es ist ein Goldener. Okay. Die nächste Chance. Die nächste Chance, die wir haben. Und... Yes! Oh, das ist der Wunschcharakter. Es ist der Wunschcharakter. Wir haben den gezogen. Yes. Das ist natürlich fett. Da habe ich auch noch genau die gezogen, die ich mir gewünscht hatte. Beim dritten Mal. Also ich weiß ja nicht, was ihr da schon gezogen habt, aber ich bin zufrieden. Ich könnte jetzt rein theoretisch hier aufhören, aber wisst ihr, was wir machen? Wir machen ja weiter. Jetzt kann mich das Spiel tatsächlich nicht mehr enttäuschen. Das ist ja geil. Leider nur auf Level 4. Das ist wirklich sehr schade, denn ich musste jetzt zweimal nach oben pimpen und ich habe keine Kartorius. Was soll ich mit der machen? Ich werde die auf jeden Fall austauschen gegen einen Tank, den ich noch drin habe. Und dann werde ich mich auf die fokussieren. Das heißt, wann immer ich eine Chance habe, EXP-Spritzen zu geben, wird die das bekommen. Auf alle Fälle. Aber vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück. Das heißt, ich werde hier heute doch nicht alles ausgeben. Ich werde dann doch nur 10 Mal ziehen. Jetzt haben wir das dritte Mal gezogen. 7 Stück mache ich noch. Und dann spare ich mir die letzten Tickets auf für eben eine neue Saison. Na, ich muss hier nicht alle verbraten. Aber vielleicht haben wir Glück und kriegen dann noch irgendeinen anderen tollen Mitstreiter. Mal sehen, was wir hier haben. Ich denke, so schnell getoppt werden kann es nicht. Ja, Rakshasa, die sagt mir auch nichts. Ist auch ein neuer Charakter, den ich noch nicht habe. Werde ich auf jeden Fall auch behalten. Okay, das war Nummer 4. Dann kommen wir mal zu Nummer 5. Und wer weiß, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht. Oh, es ist doch ein Goldener. Ah, ich traue mich schon fast gleich drauf zu drücken, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir jetzt nochmal tatsächlich den nächsten neuen Helden kriegen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es wäre einfach nice. Oh, scheiße, wer wenn es der gleiche ist? Es ist... Ah, wir haben 7 bekommen. Wir haben nochmal 7. Warum? Vor allem, warum ausgerechnet sie? Den habe ich doch schon. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir doppelte Helden bekommen? Vor allem Goldhelden. Nein, die habe ich doch schon. Scheiße. Ja, auch das leider eine Enttäuschung. Und vor allem, die ist auch leider gar nicht so stark. Okay, hier wurde ich gerade unterbrochen, aber nochmal kurz zu 7. Die hat mir sehr, sehr geholfen, als ich gegen den Behemoth kämpfen musste. Denn sie hatte einen Ausweichskill. Und immer, wann der Behemoth sie attackiert hatte... hat sie keinen Schaden genommen. Das ist einfach zu krass. Das heißt, gegen den Behemoth hat man auch eine sehr, sehr gute Chance, wenn man viele Charakterklassen hat, sowas wie 7 oder Ace. Ace kann ja auch ausweichen. Und wenn dann der Behemoth nur die angreift und man einen anderen Charakter hat, der den Schaden macht, das war bei mir die Dunkelfina, die mit dem Doppelzauber Ultima, ja, nur reingerotzt hat, dann ist dieser Kampf sogar sehr, sehr einfach zu überstehen. Aber das nur so nebenbei. Okay, das war jetzt die Ziehung Nummer 4. Dann gehen wir mal auf die Ziehung Nummer 5. Also dadurch, dass die Drop-Chancen erhöht wurden, habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber wir können uns nicht beschweren. Wir haben schon mal immerhin einen Charakter bekommen und leider ist das auch wieder nur ein blauer Kristall. Ja, schade. Schade, schade, schade. Könnte trotzdem Xiao sein. Sie fängt ja von Level 3. Ach, tatsächlich, gibt's ja nicht. Okay, da haben wir schon mal den zweiten gefunden. Das ist ja auch Hammer. Leider nur auf Rang 3, die werde ich erstmal weglassen. Naja, wenn wir jetzt noch in den letzten 5 Zügen
den Jun bekommen, dann wäre das einfach mal ein Traum, weil da hätten wir direkt mal alle drei Klassen in 10 Ziehungen. Ah, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, um den zu bekommen, braucht es dann doch etwas mehr Glück. Und ein blauer Kristall ist schon mal ein Zeichen, dass wir den nicht haben. Weil der fängt ja nur auf Level 5 halt an. Das ist eben das Problem. Die kenne ich auch nicht. Kriele. So, das war die Ziehung Nummer 6. Ja, vielleicht verbrate ich doch hier alle meine Tickets. Jetzt hat das Spiel mich so ein bisschen angefüttert. Mal gucken, was die Ziehung Nummer 7 macht. Ein Goldener. Es ist schon wieder ein Goldener. Also wir dürfen uns echt nicht beschweren. Wir kriegen im guten Wechsel hier Gold und Blau. Ach, schade. Hope. Ich weiß nicht, ist das eine starke Klasse? Ich glaube nicht, oder? Hope war doch im Spiel auch nicht gerade einer der stärksten. Ja, schade, schade, schade. Oh, mein Herz pocht immer mit. Es könnte ja immer ein richtig dicker Charakter sein. Vielleicht jetzt. Vielleicht ja dann doch jetzt. Und ich weiß auch gar nicht, warum man überhaupt jetzt Jun haben muss, weil von den Werten her ist er gar nicht so angriffsstark oder verteidigungsstark. Das Einzige, was der halt hat, ist eine sehr, sehr hohe LP-Anzeige. Ja, schon wieder nur ein blauer Kristall. Schade. Alma, die sagt mir auch gar nichts. Und sie hat mit Stein geworfen. Oder war es ein Schneeball? Die hat auf jeden Fall mit irgendwas geworfen. Ja, nette Animation. Und das weiß ich gar nicht. Sind wir jetzt schon beim 10.? Wir haben auf jeden Fall noch 7 Tickets. Naja, ich kann es ja so weit runterzählen, bis nur noch 5 dastehen. Ach ne, wir hatten ja 16. Wir hatten ja 16 Tickets, mit dem haben wir angefangen. Ach, ist ja echt witzig. Wie wir immer im Wechsel Blau, Gold, Blau, Gold, Blau, Gold bekommen. Aber da ist doch hundertprozentig auch kein Jun drinne. Nee. Oh, Mercedes, die ist aber gut. Die ist aber gut, da freue ich mich, dass ich die habe, weil die habe ich schon mal in einem Freundeskreis gesehen und mitgenommen. Und die kann sehr, sehr stark attacken und auch stehlen. Ich glaube, die werde ich auch aufpimpen, weil da habe ich endlich mal einen physisch großen Angreifer. Also da bin ich froh, dass ich die gezogen habe. Das hätte schlimmer kommen können. Es hätte tatsächlich schlimmer kommen können. Ja, dann machen wir hier einfach weiterkommen. Ja, was soll's, dann hebe ich mir die einfach nicht auf. Drauf geäpfelt, da werden wir hier dann doch alles verbraten. Da machen wir aber keine 20 Züge, da machen wir maximal hier 18 Züge und dann nehmen wir einfach alles mit, was geht. So, jetzt haben wir wieder nur einen blauen Kristall, leider. Oh, daraus wurde ein Goldener. Refia, die habe ich auch noch nicht und vor allem eine Heilerin könnte ich gebrauchen und das war, glaube ich, auch eine Heilerin. Ja, was meint ihr? Ob wir noch den Jun bekommen? Ich würde doch gerne mal wissen, wie groß die Chance tatsächlich ist, auf diesen Jun zu stoßen. Und immer noch keine total seltene Beschwörung. Also da bin ich ja mal gespannt, wie oft man ziehen muss. Und wir haben Xiao das nächste Mal bekommen, was natürlich für den Treuebonus nicht so schlecht ist. Aber leider brauche ich die halt nur einmal. Wenn überhaupt einmal. Es kann auch sein, dass ich die gar nicht großartig brauche. Vielleicht lasse ich die auch einfach zurück. Ich konzentriere mich ja sowieso nur auf die andere Charakterklasse. Und ich habe auch so das Gefühl, dass man hier eh nur einen richtig dicken, fetten neuen Heldentypen bekommen kann. Ich frage mich nicht warum, aber das war beim anderen Ziehen auch schon so, dass man recht früh am Anfang eine neue Klasse gezogen hat und damit zufrieden gewesen ist. Ja, Shantotto, die habe ich schon leider. Bringt mir auch nichts. Und dann kann man halt so ziehen, wie oft man will. Man kriegt einfach diesen neuen Typen nicht. Und da frage ich mich, ja, wie lange muss man halt ziehen? Und ist auch schade, dass man hier nicht irgendwie tauschen kann. Das wäre auch schön. Vielleicht hat ja jemand anderes das Glück und den hat zweimal. Und ja, fehlt halt so ein bisschen, dass man hier wirklich nicht tauschen kann. Sian, ja, den brauche ich auch nicht. Ja, es sieht so aus, als ob wir jetzt nicht mehr so viel Glück hätten. Jetzt habe ich noch 2 Karten übrig. Oh, was denn nun? Da war gerade wieder Sound gewesen. Ja, und jetzt kommt nur Pisse. Es kommt einfach nur Pisse. Könnte ich kotzen.
Okay, ich nehme alles zurück. Gar nee, die habe ich auch noch nicht. Die könnte ich auch als Heilerin gebrauchen. Also ich finde es schön, dass ich hier ganz, ganz viele neue Cars bekomme, aber leider nicht den gewünschten. Wir kriegen leider nicht unseren gewünschten Helden. Das ist ein bisschen schade. Naja, was könnte man jetzt machen? Hätte ich jetzt noch 5000 Lapi übrig, dann würde ich die ja trotzdem nicht benutzen, weil jetzt da 5000 auszugeben, nur in der Hoffnung, dass man da einen Helden bekommt, ist, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben. Ja, damit ist das die vorletzte Ziehung. Einmal können wir es noch machen. Und schon wieder Xiao. Und das ist ja schön, dass wir die dreimal gezogen haben. Klasse, da freue ich mich. Können wir ein Team nur aus Xiao-Charakteren zusammenstellen. Und damit haben wir auch schon nichts mehr. Scheiße. Scheiße, das ist echt schade. Ja, schade, schade, schade. Also eigentlich habe ich die ganzen Tickets jetzt zum Schluss ein bisschen unnötig ausgegeben. Naja, was heißt unnötig? Ich habe zumindest das erste Mal ein paar Heilerklassen bekommen. Hätte schlimmer kommen können. Ja, komm hier, dann ziehe ich einfach nochmal über die Lapis und dann war es das für die heutige Folge. Dann haben wir zumindest mal gesehen, wie das Glück bei einem zuspielen kann. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das andere Menschen gibt, die dann direkt beim ersten Mal das Glück haben und dann Jun ziehen. Und na, scheiße, und natürlich war der letzte Zug wieder völlig verschwendet. 250 Lapis völlig umsonst ausgegeben. Und es ist noch Maxiao. Ich glaube, das Spiel will mir damit signalisieren: Hehehehe, du Dummkopf, aha, hast du echt noch mal Lapis ausgegeben? Zum Dank kriegst du noch Maxiao. Ah, scheiße. Ich hätte vielleicht bei dem ersten richtigen Charakter aufhören sollen. Ich glaube, das wäre die richtige Entscheidung gewesen, als ich, ja, so wie ich es halt sonst immer auch gemacht habe. Aber es ist halt die Chance. Die Chance ist da. Man kann halt jetzt noch einen coolen Charakter bekommen. Aber ich denke, ist einfach die Wahrscheinlichkeit viel zu klein. Da braucht man einfach nur das richtige Quäntchen Glück. Aber genug davon, das war's für heute. An der Stelle nochmal ein kleiner Schnitt und ich stelle fest, der Ton ist ab der einen Unterbrechung komplett weg gewesen. Ich habe keine Ahnung warum. Also vielen Dank da an das Aufnahmeprogramm von Mobizen. Kannst ja knicken, wenn es da einmal eine Störung gibt und auf einmal der Sound nicht mehr da ist. Ja, lerne ich halt draus. Aber wir haben trotzdem gesehen, was wir heute ziehen konnten. Richtig cool, da ist nochmal unser Hauptheld. Freut mich, dass ich den habe und damit sage ich Ade und bis zum nächsten Mal. Tschüss.